Mein Bruder hat den Hof von unseren Eltern übernommen. Und mir haben's damals mit einem gescheiten Batzen Geld ausgezahlt. Die Bedingung dafür war, dass ich ihm dann und wann unter den Arm greife. Und drum bin ich auch gleich parat gestanden, wie er vor einer Woche die Reise hat andrehen müssen. Ich hab das ja schon öfter gemacht gehabt. Und so hab er mir auch dermal nix dabei gedacht, wie er in die Eisenbahn eingestiegen und davor gefahren ist. Brauch mir ja bloß eine Woche lang ums Haus und um die Viecher kümmern. Fudern, Stall sauber machen, schauen, dass alles passt. Am ersten Tag, nachdem er weg war, hab ich auch schon ein wenig gestaunt. Ist doch da im Hähnergatter ein Hähn drin gewesen, den ich noch nie gesehen gehabt hab. Kohlrabel schwarz war's und ein wenig abgemagert. Naja, hab ich mir gedacht, die wird mein Bruder halt erst vor kurzem irgendwo erstanden haben. Und wo immer er's auch her hat, da wird's nicht gut zum Fressen gekriegt haben. Drum ist er auch magerer als die anderen. Es hat mich zwar ein wenig gewundert, weil ich nicht hab sagen können, ob jetzt die schwarze Henne am Tag davor auch schon da drin gewesen ist oder nicht. Aber mein Gedächtnis hat mir schon öfter mal einen kleinen Streich gespielt. Also hab ich mir auch da nix weiter gedacht dabei. Wer ich dann die Hähne als erste Mal die Kerndl hingestrahlt hab. Nachher ist grad die schwarze Hähne besonders schnell zum Futter hingelaufen, sodass ich ihr nochmal eine extrige Handvoll hingeschmissen hab, damit's ein wenig fetter wird. Am zweiten Tag hab ich auch schon ein wenig die Stirn gerunzelt. Der Boden im Gatter drin ist bisher an die meisten Stellen grär gewesen, vor Kreider und Gras. Jetzt aber haben sie so große braune Flächen bald gehabt, wo nix mehr gewachsen ist. Am Vormittag hab ich dann noch gemeint, ich tat mir das bloß einbeuten. Aber wie ich am Nachmittag hingeschaut hab, war die ganze Flächen im Hähnergatter sprichwörtlich abgerast. Nix mehr war da. Kein einziger Großhalm. Alles war zerdrehen von Hähnerkraler. Und während die schwarze Hähne jetzt allem Anschein nach satt auf dem Häusl oben geguckt ist, haben die anderen Hähner verzweifelt in der Letten nach den letzten Regenwärmer gesucht. So ist es dann weitergegangen. Jedes Mal beim Fordern ist die schwarze Henne gleich gerannt gekommen, hat weit mehr gefressen als wir alle anderen, hat bei das Hageln angefangen und damit die anderen Hähner vom Futterplatz vertrieben. Ah, da hab ich mir noch gedacht, das wird jetzt nur deswegen sein, weil die Hähne so ausgehungert gewesen ist. Das braucht noch ein, zwei Tage. Nachher läuft die mit den anderen mit. Aber das war ein großer Irrtum. Allerweil fetter und aggressiver ist das Viech geworden. Hat die anderen Hähne anpickt und gereiht, hat um jedes einzelne Kerndl gestritten. Und meistens hat er sie erfolgreich durchgesetzt dabei, bis der Hähnerstall und das Gatter wie ein kleines Schlachtfeld ausgeschaut haben.
Noch nie in meinem Leben habe ich sowas gesehen gehabt. Und wie mein Bruder heute wieder von seiner Reise zurückgekommen ist, da habe ich ihm das natürlich gleich erzählt. Mit alle anderen Viecher und auch sonst auf dem Hof ist alles in Ordnung gewesen. Aber die schwarze Hähne, habe ich gesagt, da haben sie da was angetraut. Dann hat er einen Kopf geschüttelt und hat gemeint, die schwarze Hähne hat er nicht gekauft. Die gehört nicht ihm, sondern einer alten Frau, die genau vor einer Woche auf einmal bei ihm am Gartenzaun gestanden ist. Ganz abgemagert war die und hätten krummbugelt von unten angeschaut. Sie kamen aus einem von den Nachbardörfern, hat's gemeint, und hätt schon länger nimmer genug Geld, dass er sich selber was Gescheites zum Essen kaufen kann. Wäre ihr dann ein wenig ein Brot und ein Käse hat mitgeben wollen, nachher hat's bloß gemeint, das bräuchert's gar nicht, wenn er bloß die einzige Hähne, die es hat, für eine Zeit lang bei sich aufnehmen und fordern tat. Damit war ihr schon Käufer. Er hat sich nichts dabei gedacht, hat mein Bruder gemeint, weil was soll eine weitere Hähne schon groß ausmachen? Und wäre er gesagt hat, dass das in Ordnung ist, dann hat sie gemeint, sie tat die Hähne dann einfach in aller Frühe vorbeibringen. Wie ich das gehört hab, ist mir gleich schlecht worden, weil mich das leider viel stark an eine Geschichte erinnert hat, die ich vor gar nicht langer Zeit einmal im Wirtshaus gehört hab. Der Berndaler hat das verzeiht gehabt, dass auch bei ihm mittendrin einmal ein altes, krummes Weiberl am Zaun gestanden ist, wie er gerade gearbeitet hat. Ganz mager war die. Und wie er's gefragt hat, ob's bei ihm essen will, da hat's gesagt, das bräuchert's nicht. Es war ihr nur Käufer, wenn er ihren einzigen Gasbog für eine Zeit lang bei sich aufnehmen tat. Ah, der, hat's erdenkt. Was soll ein Gasbog mehr auf meiner Wiesen schon groß ausmachen? Und hat zugestimmt, dass die Alt ihren Bog am nächsten Tag in aller Frühe vorbeibringen kann. Wie's dann tags drauf alle aufgestanden waren in dem Haus, da ist pfei grad ein pechschwarzer Gasbog unter seine Geist drin gestanden. Wie selbstverständlich. Wie wenn er schon allerweil dahergehört hätte. Der Bog hat dann auch die anderen Viechers Futter weggefressen. Hat ständig zum Streien angefangen und ist mit seinen Händel auf Mensch wie Viech gleichermaßen losgegangen, wenn man hat zurückdringen wollen. Bis am Berntaler gelangt hat und er so mit der Zaulatten auf den Gasbog eindroschen hat, dass er der Vogelhofer ist. Zwei Tage drauf ist er ein wenig spazieren gegangen und dabei hätte er in einem von den Nachbardörfern tatsächlich das alte Weih wieder getroffen. Gleich hat er es gar nicht gekannt, weil es ganz und gar nicht mehr so abgemagert gewesen ist. Ordentlich zugelegt hat es gehabt in der kurzen Zeit. Und was am auffälligsten war, ein Kopf hat es eingebunden gehabt, mit einem Mordstrumpfverband. Grad als wie wenn er eine Apps drüber gezogen hätte. Eine Zaulatten zum Beispiel. Und da
hat er sich ein wenig schlau gemacht und herausgefunden, dass die Alte eine Hex ist. Eine schwarzkundige Bisgurn, die ihr Gestalt ändern kann. Immer wieder soll sie sich als Viech ausgeben und lasst sie woanders durchfordern, bis sie wieder nur auf die Rippen hat. In der Gegend, wo sie herkommt, darf schon jeder über sie Bescheid wissen. Deswegen zirkt's allerweil weitere Kreise. Bis dahin, wo man's noch nicht kennt. Da war ihm alles klar geworden, warum der Bog so viel gefressen hat. Und auch, dass die Alte eine Kopfverletzung gehabt hat, hat dann gut zusammenpasst. Wäre das meinem Bruder verzeiht hab, hat er gleich große Augen gemacht. Sofort hat er nach einem Stecker gegriffen und hat gemeint, dass er das schwarze Biest auf der Stall von seinem Hof vertreiben wird und dass er dem Viech noch eine ordentliche Spitz mitgeben wird, damit die Alte auch deren Arschtritt kriegt, deren's verdient. Dabei hab ihn dann ein wenig einbremsen müssen. Dafür war's leider schon zu spät. Wie ich nämlich heut früher wieder zu den Hähnen eingeschaut hab und wieder kein Futter mehr da gewesen ist, kein einziger Großhalm mehr außergespitzt hat, und die schwarze Hähne obendrei arrogant auf dem Stangerl umguckt ist, während die anderen Hähne schon so schwäch waren, dass nimmer mehr auf die Stange haben aufgefliegen können. Da ist mir der Hut hochgegangen. Da bin ich grante geworden. Und nachher hab ich dem Händel einen Krung umdraht. Hab's gerupft, ausgenommen und dann im Ofen drin braun. Ich wollt's eigentlich nachher mit meinem Bruder zusammen essen. Aber jetzt, wo ich weiß, was dies für eine schwere Kost ist, da gebe ich's lieber am Hund.